Das Herz des Muslims sollte immer sauber sein. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, Allah schaut auf seine Diener, auf all seine Diener, in den 15. von Schaban, der Mitte von Schaban, und vergibt jeden von seinen Dienern. Außer dem mit Allah jemanden teilt, dem Muschrik. Und der Groll hat in seinen Herzen. Allah verzeiht allen, außer diesen beiden. Deswegen ist dieser Monat auch eine Vorbereitung für Ramadan, indem man seinen Herzen reinigt. Seinen Herzen reinigt von der Teilung mit Allah. Der jemanden anderen dient, außer Allah, deswegen sollten wir in unseren Herzen die Aufrichtigkeit für Allah aufrufen. Und gucken auf unsere Taten, welche von unseren Taten wirklich rein sind und zu Allah steigen, ohne dass wir jemanden anderen damit beabsichtigen. Die Umma hat der Prophet Angst um sie gehabt. Um was hat er Angst? Wegen was ist die kleine Teilung oder die unsichtbare Teilung mit Allah? Shirk al-Khafi, unsichtbar. Wie zum Beispiel die Augenlidereien. Man macht die Tat für Allah subhanahu wa ta'ala, aber hat eine versteckte Absicht da drin. Man will gesehen werden oder einen Ruf haben. Bei Allah, Yawm al-Qiyamah, wenn jemand zu Allah kommt und will die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, aber der hat eine von diesen falschen Absichten gehabt, was wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Dass er geh zu demjenigen, wofür du die Tat gemacht hast, und nimm dir deine Belohnung von ihm. Allah gebührt es nicht, dass du eine Tat für ihn widmest, wo du jemanden anderen mit reingebracht hast, in deine Absicht. Dass du jemanden anderen beabsichtigst. Allah gebührt nur die reine Taten.